Hallo und willkommen zu Fürth Physics. Ganz schön cool, so ein Hologramm, oder? Wer weiß, in Zukunft können wir damit vielleicht sogar telefonieren. Und wisst ihr was, die Zukunft die beginnt in 5 Sekunden, denn wir bauen jetzt einen Hologrammprojektor. Für den Hologrammprojektor brauchen wir ein Smartphone, eine CD-Hülle, diese Ausschneidevorlage und noch so ein paar Hilfsmittel wie ein Geodreieck, ein Cutter, Tesafilm und eine Schere. Als erstes schneiden wir ein paar Teile aus dieser alten CD-Hülle aus. Und dazu braucht man diese Schneidevorlage. Den Link zum Downloaden und zum Ausdrucken packe ich euch in die Beschreibung dieses Videos. Damit es gleich ganz einfach geht, klebe ich jetzt einfach dieses Papier auf die Hülle drauf und dann kann ich die Linien mit dem Cuttermesser nachfahren. Ich schneide es noch ein bisschen kleiner. Weg damit. Ah genau, eine Sache noch, hier diese Ränder, die sind manchmal ein bisschen störend. Die könnt ihr vielleicht gleich am Anfang mal entfernen. Und wenn ihr das also hier oben so angeritzt habt mit dem Cuttermesser, dann könnt ihr in die andere Richtung einmal knicken vorsichtig und dann geht es ganz leicht raus. So, also jetzt habe ich hier eine schöne Scheibe. Da klebe ich die Vorlage drauf. Das muss jetzt noch nicht so besonders toll sein, das ist einfach nur, dass diese Vorlage hier fest drauf bleibt, sodass ich jetzt mal vorsichtig mit dem Geodreieck die Linie nachfahren kann. Und hier ist es auch nicht wichtig, dass ihr gleich beim ersten Mal das komplette Plastik durchschneidet, sondern lieber mehrfach dieselbe Linie nachfahren und dafür schön gerade bleiben. Und das mache ich jetzt mit allen Linien. So, jetzt habe ich alle Linien einmal nachgefahren. Kann ich meine Vorlage wegmachen, brauche ich jetzt nicht mehr. Ist nicht kaputt. Das ist nicht so schlimm, wenn sie kaputt geht dabei. Denn jetzt ist alles hier übertragen und jetzt kommt die frickelige Aufgabe, das vorsichtig auseinanderzubrechen. Und hier also immer so brechen, dass die Schnittseite oben ist. Zack. Das Herz. Und dann hat man nachher eine schöne, glatte Kante. Daraus bauen wir uns jetzt eine kleine Pyramide, genau gesagt einen Pyramidenstumpf. Und das kann man entweder machen mit Sekundenkleber, habe ich ausprobiert. Das Blöde ist, dass dann die Dämpfe aus diesem Kleber das Plastik ein kleines bisschen milchig machen. Deshalb mein Tipp, probiert es am besten mit Tesafilm. Und den klebt man jetzt hier immer an die Kanten und baut sich so diese Pyramide zusammen. So, hier kommt dann die zweite Seite hin, rumklappen. Und die erste Hälfte ist schon mal fertig. So sieht das dann also aus. Okay, weiter geht's mit den anderen beiden Seiten und das funktioniert jetzt genau gleich. Vorsichtig hinhalten, Tesa rum und fertig. Also eine Sache, die hier schief gehen kann, ist, wenn man aus Versehen mal auf der falschen Seite das Tesa hingeklebt hat, dann kann man die Seite nicht mehr gut rumklappen. Also müsst ihr darauf achten, dass ihr das immer richtig rum drauf klebt. Okay, die Spannung steigt. Die letzte Klebekante. Perfekt. Fertig. So sieht also das Ergebnis unserer kleinen Bastelarbeit aus. Ein Pyramidenstumpf aus Plastik. Und alles, was ihr jetzt braucht, ist euer Smartphone mit einem Hologrammvideo. Ein paar davon verlinke ich euch in der Beschreibung zu diesem Video. Und dann stellt ihr einfach diese Pyramide hier drauf und schon könnt ihr ein Hologramm bestaunen. Man muss ein bisschen dunkel machen, also wenn ihr viel Licht an habt, macht das am besten aus, dann sieht man das Hologramm am besten. Wie ihr ein Hologramm von euch selber machen könnt, das zeige ich euch gleich. Aber vorher ganz kurz, Klugscheißer wissen, wie funktioniert das Ganze denn eigentlich? Wenn wir hier ein Smartphone liegen haben und unsere tolle Pyramide hier oben drauf stellen, dann wirkt die Pyramide wie ein halbdurchlässiger Spiegel. Das ist ein Spiegel, der ein bisschen was reflektiert, aber durch den man auch ein bisschen durchgucken kann. Also hier, sagen wir mal, wird auf dem Smartphone irgendwas angezeigt und ich als Mensch, der von hier aus schaut, ich sehe die Reflexion von diesem Bild auf diesem Spiegelchen hier. Also ich sehe hier einen Lichtstrahl, der geht hier so lang. Und für mich als Beobachter entsteht der Eindruck, als wäre hier irgendwo ein Objekt. Und das Ding, das ist ja zweidimensional, das ist flach. Wenn ich mir irgendwie ein Bild angucke, dann entsteht da ja noch kein räumliches Sehen, dann ist das alles flach.
Was hier den Eindruck von 3D vermittelt, ist, dass ich ja noch durch diesen Spiegel durchgucken kann. Das heißt also, ich sehe auch noch Gegenstände, die irgendwo hier hinten sind. Und dadurch denkt unser Gehirn, aha, hier ist was im Vordergrund, da ist was im Hintergrund, also habe ich hier insgesamt was Dreidimensionales. So, jetzt habe ich euch versprochen, dass ich euch zeige, wie ihr ein Hologramm von euch selber machen könnt. Ist ziemlich einfach. Ihr braucht eine App dazu, die verlinke ich euch in der Beschreibung. Dann nehmt ihr ein Video von euch auf vor einem schwarzen Hintergrund und dann wird daraus so ein Hologramm-Video produziert. Ich habe das übrigens auch mal probiert. Ich versuche hier einen Handstand zu machen, das sieht leicht affig aus. Aber während ihr euch totlacht darüber, könnt ihr gerne auch mal ein kleines Abonnement mir schenken oder einen Daumen hoch. Und schreibt mir auf jeden Fall einen Kommentar, was für ein verrücktes Video ihr gemacht habt.